Hier soll vorgestellt werden, wie die Wochenreports des MOFTIME-Systems aussehen und wie das aussieht bei verschiedenen Arten von Benutzern, bei sehr erfahrenen Leuten, bei Menschen, die erst angefangen haben oder bei Menschen, die begleitet werden durch Workshops. Und zum Einstieg stelle ich mal vor, wie das überhaupt aussieht. Wie sehen eigentlich die Daten aus, die Berichte, die jeder, der bei SMOFTIME mitmacht, jeden Sonntag bekommt oder jeden Montagmorgen bekommt. Und zwar, wie gesagt, Montagmorgens zwischen 5 und 6 Uhr wird der Bericht geschickt per E-Mail. Und das ist das E-Mail, wie das aussieht. Und da kommen wir ganz kurz zur Übersicht, wie die letzte Woche gelaufen ist, wie oft man gesmofft hat, wie viel Zeit man im Smoff-Modus verbracht hat, hier eine Stunde 25 und hier im Mittel 12 Minuten habe ich da in dieser Woche verbracht. Ich habe einen Mittelwert über die letzten 5 Wochen, wie meine Performance war die letzten 5 Wochen. Also ich habe 10 Stunden gesmofft, bin sehr intensiv dabei und die vorherigen 5 Wochen waren es ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen zurückgefahren mit dem Smoffen. Aber die vorherigen 5 Wochen war ich auch intensiver, also ich habe längere Smoff-Zeiten gehabt. Insgesamt über das letzte Jahr habe ich also 4 Tage im Smoff-Modus verbracht und die mittlere Zeit ist bei mir 22. Liegt daher, dass ich manchmal sehr, sehr lange Smoff-Phasen habe und manchmal aber auch nur 4, 5, 6 Minuten. Hier kann ich sehen, hier kann ich Sachen runterladen, hier kann ich meinen ganzen Bericht runterladen für die letzten 52 Wochen als Excel-Sheet. Das Excel-Sheet, das Sie dann runterladen, sieht so aus. Sie haben also eine Hauptseite und da gibt es da oben eine Statistik, die Sie eben auch gesehen haben, eine kurze Darstellung, eine Grafik. Und wenn Sie runterscrollen, dann sehen Sie 52 Wochen jede einzelne Smoff-Phase, die Sie gemacht haben. Und wie registriert wird nur die Dauer und der Tag, aber nicht, wann Sie gesmofft haben. Das wird nicht festgehalten, dauerhaft. Wenn Sie auf den Knopf hier unten drücken, dann kommen Sie auf die grafische Darstellung. Die grafische Darstellungen sehen dann so aus. Sie haben oben die 365 vergangenen Tage, jedes Mal, die Zeit, die Sie im Smoff-Modus verbracht haben. Sie können das natürlich auch skalieren, Sie können das strecken. Also man kann das einstellen, die Skalen, aber so sieht es eben standardmäßig aus, ein ganzes Jahr. Ja, und dasselbe gibt es dann auch im Wochenprofil, dass Sie sehen, okay, jedes ist eine Woche und wie viel Zeit habe ich in der Zeit im Smoff-Modus verbracht. Und Sie sehen hier unten auch, wie viel Prozent der Arbeitstage, wie viel Prozent der Tage haben Sie gesmofft. Also 7 Tage gesmofft, 100%. Ja, das ist so die zwei verschiedene Grafiken, die Ihnen frei Haus geschickt wird. Und die Tagesprofile sieht also so aus. Hier die Achse, wie viele Minuten. Und Sie sehen, hier sind sehr, sehr viele dabei, wo ich 4, 3 Minuten nur. Aber ab und zu habe ich auch Phasen, wo ich mal eine Stunde oder zwei wirklich nur nach und vor denke, projektiere und die Vergangenheit reflektiere. Und diese Grafik zeigt alle Tage, also auch Urlaubstage und Wochenenden, Feiertage. Die zweite Grafik zeigt mal an, wie viel Zeit ich pro Woche verbracht habe. Wie gesagt, manche Wochen sehr, sehr viel. Gerade wenn ich eine größere Planungsphase mache, Überarbeitung, meinen Langfristplan überarbeite. Aber ansonsten sind es so zwischen halben Stunde, zwischen einer Stunde und 2 Stunden bin ich normalerweise pro Woche im Smoff-Modus. Und hier sehen Sie die Prozentzahl. Ja, also eigentlich bin ich permanent gut dabei. Also ich smoff sehr viel. Ich habe eigentlich normalerweise 5, 6 Smoff-Tage pro Woche. Ja, hier noch einmal, 100% waren 7 Tage. Und also wenn ich in 4 Tagen gesmofft habe, habe ich 57 Nutzungsgrad, was immer noch gut ist. Die realen Beispiele von Smoff-Time-Reportings sehen Sie hier. Das sind also Nutzer mit sehr, sehr viel Smoff-Praxis. Das sind natürlich die Profis. Ja, hier sehen Sie jemanden, der sehr erfolgreich ist in seinem Job, sehr ehrgeizig. Sie sehen hier, der hat auch mal Tage. Man muss nicht 100% durchsmoffen. Der hat auch mal Wochen, wo er eben wenig smofft. Und
Es ist nicht optimal, aber man kommt damit schon gut zurecht und er ist also seit Jahren dabei. Wie gesagt, Alter 30 bis 40 Jahren im großen Konzern, Investitionsgüterkonzern tätig. Und ja, hier, man sieht, dass er nicht so regelmäßig, also nicht jede Woche, nicht jeden Tag, aber er hat einfach ausgedehnte, lange Smurf-Phasen, wo er sich wirklich abkoppelt länger, um alles zu überdenken. Also da ist sehr intensiv in seiner Planung, in seiner Projektierung für Wochen, Monate im Voraus. Das ist jetzt hier jemand anders, Altersgruppe 40 bis 50 Jahre. Der hat so 25 bis 40 Minuten pro Woche Smurf-Zeit. Und der ist sehr, sehr gut dabei hier. Also sehr, sehr stabil. Und wie gesagt, der ist Management von den Funktionsbereichen im Unternehmen. Und der macht als Senior auch größere Projekte. Und der ist sehr, sehr gut dabei. Also hier permanent am Smurfen. Und auch hier während der Tage, hat er wenig Tage, wo er nicht smurft. Also sehr, sehr intensiv und sehr, sehr gut dabei. Und dann sind da die Peaks, wo er dann am Anfang der Woche längere Überlegephasen hat. Ja, also so kann man das interpretieren. Ja, die verschiedenen, hier ist ein Consulting-Mensch, der im Consulting arbeitet, der hat 30 bis 40 Minuten, der ist selbstständig im Consulting. Und man sieht hier sehr, sehr lange Phasen, zwischendrin sehr, sehr kurze Phasen auch. Also das ist das typische Smurf-Profil und auch relativ gut dabei mit 4-5 Tagen pro Woche, die es smurft. Geschäftsführer von der KMU, ja, hier außer 45 Minuten, Smurfzeit pro Woche 10 Minuten pro Tag, also das ist eine fast ideale Zeit. Das reicht, um sich als Geschäftsführer auf den Tag vorzubereiten und sehr, sehr konsistent dabei, smurft eigentlich immer im normalen Arbeitswochen 4-5 Mal. Und hier als Profil auch sehr, sehr gut, konsistent, Urlaub sieht man, Wochenende. Also das ist ein Hardcore-Smurfer. Das ist mein eigenes Profil, hatten Sie vorhin schon gesehen. Ich bin natürlich ein Extrem-Smurfer, weil ich extrem viele Ziele verfolge und extrem ehrgeizig Ziele verfolge. Das ist ein kaufmännischer Leiter in der KMU und der hat 50 Minuten pro Woche entsprechend seiner Verantwortung und hat also 10 Minuten Smurfzeit pro Tag, wenn man das so sieht. Und ja, sehr, sehr schönes Smurf-Bild. Also er ist immer gut dabei. Vertriebsgeschäftsführer von der KMU, der macht relativ viel Zeit zum Überlegen, also 80 Minuten pro Woche. Also der verwendet relativ viel Zeit im Smurf-Modus. Ja, also da man sieht, der hat lange Phasen des Projektierens und des Reflektierens. Human Resource Verantwortlicher von einem KMU. Ja, auch hier sehr gut dabei, hat 3-4 Mal Smurfter pro Woche, ab und zu gibt es einen Aussetzer, aber ansonsten sehr, sehr lange Phasen, wo er die monatliche Planung macht. Finanzchef von der KMU, auch hier sehr, sehr gut, also voll dabei, nutzt Smurfen praktisch jeden Tag, jeden Arbeitstag und aber im reichen 35 Minuten pro Woche. Also damit hat er seine Arbeit gut unter Kontrolle. Und man sieht hier sehr, sehr gut gesmurft. Ja, das ist ein Selbstständiger. Dem reichen 32 Minuten. Aber man sieht, nicht lange, aber permanent jeden Tag in diesem Smurf-Zyklus. Das sind jetzt praktisch Leute, die losgelaufen sind mit Begleitung von so einem S-Man-Workshop-Trilogie, also Selbstmanagement-Workshop-Trilogie. Und da sieht man, am Anfang gibt es Probleme, es ist nicht so einfach, wie man es glaubt, mit dem Smurfen loszulaufen. Da gibt es ganz viele Probleme, der hat massive Probleme, aber auch im Job läuft es nicht so gut. Ja, das ist der Projektleiter, der ist wunderbar losgelaufen, ja, aber ist auch noch nicht da, wo er hin möchte. Aber man sieht, die Leute laufen, sie gewöhnen sich an und am Ende vermisst man es auch, wenn man es nicht mehr macht. Das ist ein Mitgesellschafter, Geschäftsführer. Da sieht es noch ein bisschen spärlicher aus, aber er einfach diese Zeit nimmt er sich, wenn er sie nicht jeden Tag nimmt. Projektleiter, der losgelaufen ist, sehr guter Projektleiter und der ist einfach kein Problem. Der hat seine Sachen im Griff
Der kann aufgrund der guten Arbeitskultur auch umschalten. Anderer Projektleiter, auch sehr gut dabei. Ein Abteilungsleiter von der Dienstleistungsbranche mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern. Ja, der macht sich sehr, sehr, sehr lange Gedanken, aber dafür ist er nicht jeden Tag dran. Der macht sie mehr so über 2-3 Tage auf einmal. Und aber sehr intensiv dabei. Teamleiter von einer Baufirma, auch sehr gut dabei. Und man sieht hier wieder ab und zu mal eine längere Phase, wo man über längere Zeiträume reflektiert und projektiert. Ein Vertriebsleiter für über 60 Jahre hat am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen, aber im Laufe vom Workshop sehr, sehr guten Rhythmus gefunden und fühlt sich damit sehr wohl. Das ist so, wie das aussieht, wenn die Leute loslaufen von dem Workshop, ist ein anderer Workshop. Grün heißt immer, man hat 4 oder 5 Zyklen gemacht, blaue 6 Zyklen pro Woche, und das ist jeweils eine Woche, ein einzelnes Kästchen. Und da sieht man hier, ja, es gibt welche, die haben sehr viel blau, grün, aber genauso sieht man auch, es gibt Nutzer, die kommen überhaupt nicht richtig von alleine. Da muss man wirklich eine Kulturentwicklung fördern, damit sie in diesen Rhythmus reinkommen, damit sie sich diese Zeit nehmen. Das zeigt wieder ein anderer Kurs an, eine andere Workshop-Gruppe, wie gut, dass sie diese 100%-Ziel erreicht haben. Und hier ist 100%, in dem Augenblick sind es 5-mal. Das haben sie sich selbst gesetzt, 5-mal pro Woche, also jeden Arbeitstag. Ja, also die meisten schaffen es 4-mal. Ja, praktisch alle schaffen es 3-mal. Es gibt wenige. Das sind wirklich Menschen, die auch spürbar Mühe haben, deren Arbeitskultur nicht ausreicht, über diese 40% zu kommen. Da sieht man, wie viel Zeit das diese Leute brauchen, wie viel dass sie sich nehmen. Und das ist ein Beleg, dass er eigentlich nicht viel Zeit braucht. Das sind also 6 Minuten. Ja, das ist ein Teilnehmer, die sind sehr gut dabei bezüglich des Rhythmus jeden Tag. Aber eben im Mittel nur 3 Minuten. Aber kommen damit sehr, sehr gut, sehr, sehr weit. Es braucht nicht viel Zeit. Und das Tollste sind Selbststarter, die einfach einen Hinweis kriegen auf die Smofftime-Applikation und die von sich ohne jegliche Anleitung, Begleitung loslaufen. Finde ich toll. Die sind einfach, marschieren los, finden den Spaß dabei, spüren, wie gut es für sie tut. Und ohne, dass jemand sie zwingt oder anleitet, werden die hier, schauen Sie mal, richtig zu guten Smuffern und haben richtig Freude dabei. Ja, wie gesagt, ohne jegliche Anleitung. Das sind Menschen einfach mit einer sehr guten Arbeitskultur. Vielleicht haben sie auch Glück, dass das Umfeld nicht allzu störend ist oder allzu negativ auf sie einwirkt, sodass ihre Arbeitskultur besser entfalten kann. Und hier finde ich eines meiner Lieblings. Das ist hier losgelaufen. Wunderbar. Guten Niveau gehalten, da war mein Urlaub irgendwo zwischendrin. Also Smoft 3, 4, 5 Mal die Woche. Ja, und zwar intensiv, nicht nur ein bisschen. Und diese Person hat dann den Job gewechselt und hat dann geschrieben: Vielen Dank für die Zeit mit Smoft. Das hat mir sehr geholfen, mich auf den Tag zu fokussieren. Und die Person arbeitet in einem Projektmanagement Office einer großen Schweizer Firma. Gut. Sollte Ihnen Spaß machen, fangen Sie an zu smoffen. Machen Sie Erfahrungen mit smoffen und mit sich, mit ihnen selbst.